Also ich glaube, es wird weitergehen. Es wird auch ein Standardmittel irgendwann werden. Aktuell sind wir tatsächlich noch Vorreiter. Es gibt einige wenige Gliederungen noch, die es mit uns betreiben. Dennoch denke ich, dass es als gerade im Katastrophenschutz, wenn es um Deichsicherheit geht, aktuell sind wir Deichläufer, die unterwegs sind, die gucken, ob Sickerstellen im Deich sind. Das ist mit Drohnen alles viel schneller erledigt und manchmal tatsächlich auch besser durch bestimmte Kameratechnik. Personen suchen, ich brauche 80 Mann, um ein Feld zu durchlaufen. Das geht mit einer Drohne wirklich wesentlich schneller. Und ich denke auch wirklich, dass es dieses Auge in der Luft, dieses fliegende Auge, was die Einsatzleitung haben kann, dass das vom großen Vorteil ist, denn egal bei welcher Einsatzlage, ob es die Feuerwehr ist oder die DLRG, ist es immer so, dass der Einsatzleitwagen meist etwas abseits steht und die Einsatzleitung gar nicht so aus dem Auto raus irgendwas sieht und koordinieren kann. Und da ist dieses fliegende Auge wirklich Gold wert.